Freunde und herzlich willkommen zu Fact Checking the Fact Checkers, das Format, bei dem wir den findigen Faktencheckern von Korrektiv ganz genau auf die faktenverscheckenden Fingerchen schauen. Heute ballern wir gleich 4 Faktenchecks durch. Womit beschäftigt man sich denn momentan bei Korrektiv? Zum Beispiel mit dem folgenden. Doch, in Dänemark bekommen Asylbewerber weiterhin Geld. Ja, das freut mich sehr. Das wäre auch schrecklich, wenn sie keins bekommen würden. Ich meine, das war eine beschwerliche Reise. Das muss dementsprechend sich natürlich auch lohnen. Mindestens seit Juni 2018 kursiert auf Facebook die Behauptung, Geflüchtete bekämen in Dänemark kein Geld mehr. Deswegen sei die Zahl der Asylanträge auf ein Siebtel zurückgegangen. Das ist falsch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dänemark hat die Sozialleistung zwar verringert, zahlt aber weiterhin Geld an Asylbewerber. Ah ja, vielleicht meinten die nicht alle Asylbewerber mit dieser Aussage? Wir lesen mal weiter, denn tja, meine lieben Freunde, meistens, wenn man über die Überschrift hinwegkommt, hat man eine sehr gute Chance herauszubekommen, was Korrektiv und vor allem wie sie gerade relativieren wollen. In diesem Fall sieht das folgend aus, hier nochmal die Behauptung, seit Geflüchtete in Dänemark kein Bargeld, sondern 3 Mahlzeiten am Tag bekämen, sei die Zahl der Geflüchteten auf ein Siebtel zurückgegangen. Bewertung? Teilweise falsch! Teilweise falsch. Richtig ist, dass die Zahl der Asylanträge in Dänemark in bestimmten Zeiträumen, keine Sorge Leute, auf diese Zeiträume werde ich gleich noch kommen, auf etwa ein Siebtel zurückging. Das Land zahlt aber weiterhin Geld an Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Aha, da könnte man ja sagen, okay, gefact-checked. Das war also eine Falschaussage. Aber sie müssen der Vollständigkeit halber dann weiterschreiben. Ausgenommen davon sind nur solche Personen, deren Asylantrag endgültig abgelehnt wurde. Sie erhalten Mahlzeiten statt Geld. Ach, das ist ja interessant. Während die Behauptung ist, dass sie nur Mahlzeiten bekommen würden anstatt Geld, ist das hier teilweise falsch, weil nicht alle bekommen nur Mahlzeiten. Während man dann aber in der Überschrift schreibt, doch in Dänemark bekommen Asylbewerber weiterhin Geld, um klarzumachen, alles an der Aussage stimmt nicht. Was aber stimmt und was doch mal ein durchaus sehr interessanter Fakt ist, ist, sobald der Asylantrag endgültig abgelehnt wurde, und das sind in Deutschland auch nicht wenige, wir haben allein in Deutschland über 300.000 Ausreisepflichtige, bekommen diese Leute nur Mahlzeiten. Das heißt, das stimmt also. Sie müssen hier selbst zugeben, dass die Zahlen der gestellten Asylanträge seit 2015 stark zurückgegangen seien in Dänemark. Sie finden auch hier im Laufe des Faktenchecks heraus, inwiefern man diese Zahlen hier finden kann, wie die entstehen. Ja, aber warum denn? Warum? Hier gibt man zu, dass Dänemark tatsächlich eine sehr restriktive Politik hätte gegenüber Geflüchteten. Hier berichten sie davon, dass die Sozialleistungen gekürzt wurden. Aber es wird nicht erklärt, inwiefern die vorhin hier geschilderten Rückgänge zu erklären sind. Warum passiert das? Warum stellen weniger Leute auf einmal einen Asylantrag? Da hätte man zum Beispiel diese Studie hier anmerken können. The Welfare Magnet Hypothesis. Das ist eine Studie, da hat man sich angeschaut, okay, wie viele Asylanträge werden hier gestellt? Wie viele Leute wollen in Dänemark hinein immigrieren? Und inwiefern hängt das vielleicht zusammen mit Änderungen in der Politik? Denn Dänemark hat mehrfach den Sozialstaat novelliert, je nachdem, ob eine rechte oder eher linke Regierung an die Macht kam. Und ihr könnt hier in diesem Graph zum Beispiel sehen, dass das erste Mal zwischen 2001 und 2002 die Sozialleistungen auf einmal sehr restriktiv geworden sind für Menschen, die nach Dänemark migrieren wollen. Hier seht ihr zwei Graphen. Der schwarze ist einmal die Migration von Leuten, die aus der EU kommen, also eine europäische Staatsbürgerschaft haben, und in rot aufgetragen die Leute, die von außerhalb der EU kommen. Und hier ist es dann durchaus interessant, hier seht ihr an dieser Stelle, hier hat man sich dazu entschieden, okay, Sozialstaat wird massiv runtergeschraubt für Leute, die zu uns migrieren wollen. Nachdem das passiert ist, hat komischerweise die Migration nach Dänemark von Ländern außerhalb der EU rapide abgenommen, um nicht zu sagen, sie war rückläufig. Dann kommt im Jahr 2011, 2012 ungefähr wieder eine linke Regierung an die Macht, schraubt den Sozialstaat wieder hoch für Leute, die nach Dänemark migrieren wollen. Und während sich bei denen, die aus der EU kommen, nichts geändert hat, ändert sich auf einmal was bei denen, die von außerhalb der EU kommen. Auf einmal gleichen sie sich bis ins Jahr 2015 zu 100% dem Niveau derer an, die von innerhalb der EU kommen. Ein klares Indiz dafür, dass der Sozialstaat einen bedeutenden Pull-Faktor für die Migration von Ländern außerhalb der EU nach Dänemark darstellt. Jetzt kommt 2015 wieder eine andere Regierung an die Macht, die den Sozialstaat wieder restriktiver gestaltet, und sehe da, was passiert in nur 3 Jahren. Bam! Hier geht die Migration von Ländern von außerhalb der EU wieder rapide zurück. Das hätte man im Faktencheck mit anmerken können als Erklärung für die schwankenden Zahlen, aber das muss man nicht. Alles klar, wir kommen zum nächsten Faktencheck. Crunchy Grille? Nein, Ritter Sport bietet keine Schokolade mit Insekten an. Oh,
Warum denn eigentlich nicht? Das wäre doch fortschrittlich und gut fürs Klima. Ein Bild einer Schokoladentafel der Marke Rittersport soll belegen, dass es die Sorte ganze Grille gibt. Das Bild zeigt jedoch keine echte Sorte, wie Rittersport selbst sagt. Aha. Behauptung: Rittersport bietet eine Schokoladensorte mit ganzer Grille an. Bewertung: frei erfunden. Frei erfunden. Es gibt keine Schokoladensorte von Rittersport, die Insekten enthält. Rittersport veröffentlichte das Bild. Als Witz. Warum muss man da jetzt einen Faktencheck zu machen? Ich meine, ihr wollt doch, dass wir Insekten konsumieren. Ich meine, das wird doch gerade richtig gepusht. Das ist jetzt der nächste Schritt, nämlich eine Insektenaufzuchtstation für zu Hause. Inwiefern ist das jetzt schlimm, dass Leute wirklich denken, Rittersport würde das tun? Keine Ahnung. Vielleicht, weil die Packung hier etwas zu offensiv aussieht? Rittersport, ganze Grille? Ah ja, man schreibt hier ja. Aber einige Nutzerinnen und Nutzer halten das Bild für echt und reagieren empört. Ich kaufe nie wieder Rittersport, heißt es etwa in einem Telegram-Beitrag. Ah, das heißt, da haben 2-3 Leute falsch verstanden, dass Rittersport in Wirklichkeit nicht so eine Schokolade anbietet, sondern dass das ein Witz ist. Und ihr wollt jetzt Rittersport den Ruf retten oder was? Hä? Weil ein paar Leute einen Witz nicht verstehen. Haut ihr einen Faktencheck deswegen raus. Vor allem hier sieht man zum Beispiel einen solchen Kommentar. Und Rittersport schreibt selbst, der Humor in der Aussage ist wohl nicht überall angekommen. Also warum müsst ihr das Fakten checken, wenn Rittersport das selbst in ihrer eigenen Kommentarsektion richtig stellt? Man kann jetzt nur an dieser Stelle mutmaßen, warum dieser Faktencheck überhaupt existiert. Ich kann mir vorstellen, dass eine allgemeine Abneigungshaltung gegenüber Insektennahrung vollkommen zu Recht existiert. Und dass die Leute sich natürlich ärgern, dass das momentan so hart gepusht wird. Ne? Das war ja damals nur eine Verschwörungstheorie. Klaus Schwab, you will eat the bugs. Ne? Oh, was für ein Schwachsinn, will doch keiner. Wer heute umweltbewusst denkt, aber trotzdem nicht auf Fleisch verzichten will, für den dürfte dieses Hightech-Gerät hier vielleicht von Interesse sein. Und jetzt seht ihr es überall. Man soll sich die eigene Mehlwurm-Brutstation holen. Man soll die Insektenburger snacken. Ein Kilo Wurmfleisch dagegen, gerade mal unter 3 Kilo. Das ist natürlich die Frage, wie schmeckt das? Bisschen trocken. Die EU hat neue Regularien verhangen, dass Insekten jetzt in noch mehr Lebensmitteln vorhanden sein dürfen. Und zwar nicht mit einem großen Käfersticker vorne drauf, sondern mit so einer Notiz dann halt in den Zutaten, wo man dann extra lesen muss und den lateinischen Namen des Insekts, was dann drin vorkommt, finden muss, um die Gewissheit zu haben, ich esse gerade Krabbelkäfer. Und das möchte man jetzt nur mit den Vorteilen und ganz langsam einführen. So von wegen, ah, man schmeckt's gar nicht und ah, es ist ja nur ein Nebenprodukt und so. Und ich glaube, da ist dieses Rittersportding einfach zu offensiv und man macht sich bei Korrektiv Sorgen, dass dies eine zu starke Abneigungshaltung dagegen erzeugen könnte. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch unseren Ekel gegenüber Insekten als Nahrung überwinden. Denn in Wirklichkeit lieben die Leute Insekten. Sie lieben es, sich die in den Mund zu stopfen, ja? Nur halt, dass man das nicht sieht. Und hier wäre es so offensiv gewesen, eine ganze Grille. Deswegen müssen die auch nochmal klar machen, dass das ein Scherz ist. Niemand will, dass ihr ganze Insekten esst. Also doch, an sich schon. Wir malen sie nur klein und tun sie mit in die Zutaten rein oder steht dann irgendwo klein hinten drauf. Ja, das wollen wir schon, aber das ist zu offensiv. Von daher, das ist Fake. Das macht böse Leute sowas. Alles klar, Korrektiv. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, jeder einzelne von euch stopft sich, nachdem er diesen Faktencheck abgesegnet hat, einen richtig schönen Krabbelkäfer rein. Vielleicht konnten wir Ihren Appetit ja anregen. Also bleiben Sie hungrig auf was Neues. Dann gibt es noch 2 Kleinigkeiten. Zum Beispiel den hier. Nein, ein Karnevalswagen zeigte nicht Annalena Baerbock im Hintern von Uncle Sam. Das wäre aber ein vorzüglicher Wagen gewesen. Ein Foto soll einen Karnevalswagen mit dem Hintern der US-amerikanischen Werbefigur Uncle Sam zeigen, in dem Annalena Baerbock steckt. Pff, das Foto wurde jedoch bearbeitet. Tatsächlich steckte dort eine andere deutsche Politikerin. Aha, ne? Bewertung manipuliert. Schrecklich. Ja, und da sehen wir das Bild. Ja, den Eindruck, den können wir natürlich nicht stehen lassen, ne? Also, stellt euch mal vor, die Leute in Köln hätten wirklich Humor, der was riskiert. Das kann man so nicht stehen lassen, deswegen wird's gefact-checkt, um es kurz zu machen. Ja, da steckt halt Merkel drin. Und das war aus dem Jahr 2003. Warum macht man diesen Faktencheck? Das kann man, denke ich, relativ einfach herbeiführen, ne? Ihr müsst euch immer merken, bei Korrektiv geht es darum, das Narrativ zu wahren. Und das Narrativ ist, Annalena Baerbock ist eine wortgewandte, hochintelligente Außenministerin. Klare Regeln,
braucht es eigentlich sowieso in jedem Land. Man kann auch Verbote dazu sagen. Die natürlich die deutschen Interessen an erster Stelle sieht. No matter what my German voters think. Deswegen kann man das so nicht stehen lassen. Das Narrativ ist, Frau Baerbock ist kompetent und vor allem unabhängig. Und das wird geschädigt durch so ein Bild. Deswegen seht ihr diesen Faktencheck. Und wo kämen wir denn dahin, wenn jetzt in Wirklichkeit 192 Leute, die das hier geliked haben, denken, in Köln hätte man tatsächlich mal Humor mit Schneid bewiesen. Schrecklich! Und hier kommt der letzte Faktencheck für heute, den ich persönlich wirklich bescheuert finde. Na gut, seien wir ehrlich, das denke ich mir bei fast jedem einzelnen Faktencheck, den ich bei Korrektiv lese. Nein, dieses Video zeigt keinen Bombenangriff in Deutschland. Ach echt, hier, es gab also noch keinen Bombenangriff von Russland. Das beruhigt uns. Gut, dass es da einen Faktencheck gibt. Ist ja nicht so, als hätte man das dann nicht schon überall gehört. Auf TikTok teilt eine Person ein Video, das einen Bombenangriff in Deutschland zeigen soll. Das stimmt nicht. Es wurde in Bremen aufgenommen, vermutlich bei einem Großbrand im Jahr 2020. Ja, und was sehen wir hier? Erste Bombenangriff in Deutschland, Krise. Warum wiesen wir davon noch nicht? Ich meine, wer das als eine seriöse Quelle annimmt, der glaubt halt auch Korrektiv. Behauptung, 26. Februar sei hier eine Bombe explodiert, das zeigt ein Video. Nein, nicht nur eine Bombe explodiert, das passiert ja tatsächlich mal in Deutschland, wenn man zum Beispiel so eine alte Fliegerbombe ausbuddelt. Ja, im Garten. Hier geht es um einen Angriff, Korrektiv. Bitte korrigieren. Falscher Kontext, das kommt aus dem Jahr 2020. Alles klar. Warum gibt es jetzt diesen Faktencheck? Ich meine, diese Frage kann man wirklich stellen, wenn ihr euch den ersten Absatz hier unter der Bewertung durchlest. Heute Abend Explosion steht auf einem Label, das am Anfang eines TikTok-Videos eingeblendet wird. Die Aufnahme zeigt eine Häuserreihe, dahinter steigt schwarzer Rauch auf. Erster Bombenangriff in Deutschland. Krieg. Ach, nicht Krise, alles klar, heißt es dann. Doch ganz am Ende steht dann, das Video habe eine schlechte Qualität, der Ersteller gehe also von einem Fake aus. Der Ersteller selbst geht von einem Fake aus und ihr müsst uns sagen, dass ihr auch davon ausgeht, weil es ein Fake ist. Übrigens, an dieser Stelle sei angemerkt, das Video ist nicht mehr aufzufinden. Es ist nicht mehr da. Hier machen sie dann eine riesige Recherche. Eine riesige Recherche, hier sogar mit Google Street View, dass das halt von einem alten Brand, ja, stammt dieses Video. Ja, super. Das heißt, alles klar, ihr habt also den Content von einem TikTok-Video, was titelt Erste Bombenangriff in Deutschland, Krieg? Heute Abend Explosion, warum wiesen wir davon noch nicht? Den habt ihr gefactcheckt, dass der Schwachsinn ist, während der Typ selbst am Ende des Videos laut euch anmerkt, dass es wahrscheinlich Fake ist. Also danke, Korrektiv, da kann ich ja ruhig schlafen. In Wirklichkeit liebt Russland uns nämlich und sowas ist komplett unrealistisch. Es sei denn, wir mischen uns weiter ein, was wir ja irgendwie wollen. Und das ist auch wiederum der Grund, aus dem dieser Faktencheck existiert. Für uns soll keine Gefahr bestehen und es darf auch keine Zweifel diesbezüglich geben. Auf der anderen Seite bekommt man echt den Eindruck, dass Korrektiv hier teilweise einfach Faktenchecks macht, um irgendwie ihre eigene Finanzierung rechtfertigen zu können, weil man factcheckt hier ein TikTok-Video, bei dem User selbst klar ist, dass die Aufnahmen fake sind. Im Sinne von, dass das kein Bombenangriff ist. Ist ja nicht so, als würde das da nicht überall rauf und runter laufen. Also dieser Faktencheck war komplett sinnlos Korrektiv. Jeder Mensch, der mehr als 3 Gehirnzellen hat, würde das genau so begreifen, dass das Schwachsinn ist. Aber ich habe das Gefühl, ihr unterschätzt teilweise euer Publikum. In diesem Sinne, das war Factchecking the Factcheckers. Gleich 4 Stück auf einmal. Haben wir einiges geschafft, meine Lieben. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche mit der nächsten Folge wieder. Viel Spaß, meine Lieben. Ein bisschen Factchecking the Factcheckers schadet nie und fuck PC.